Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Wir sind immer noch bei der True Reaction. Ja, True Reaction. Heute mit Crow und Baum. Bin sehr gespannt. Ist ja ein sehr gehypter Song, wenn ich das so mitkriege. Gibt es ja auch irgendwie, glaube ich, unterschiedliche Versionen auf Spotify und YouTube, wenn ich das richtig jetzt nachgelesen habe. Noch eben dazu, gestern gab es jetzt kein Video, weil ich da einen Fehler gemacht hatte, meinerseits, und Probleme hatte mit der Kamera. Jetzt tut aber alles wieder, hoffe ich, einigermaßen. Ist ja auch scheißegal, wir fangen jetzt einfach an mit Crow. Baum, let's go. So ein altes Radio. Sound wie heute. Ja, cool. Ah, okay. Alter, what the fuck? Ja, also der hat mich ja jetzt voll rausgehauen damit. Will ich nochmal sehen. Das ist ein Baum. Komischer Schnitt ein bisschen, aber gut, cool. Überleg, lass mich raus. Zu spät, es ist aus. Es ist aus, Applaus. Du Idiot, übersehen, ich geh drauf, wegen mir. Gut, mach schnell. Ja, wie geil aber auch das Schlagzeug zu seinem Atmen so passt, ne? Zu spät, es ist aus. Es ist aus, Applaus. Du Idiot, übersehen, ich geh drauf, wegen mir. Gut, mach schnell, ich hoffe, es tut nicht weh. Ich hab Angst, oh je, verdammt, tut es weh, schon vorbei. Nee, doch ey, ich hab gelebt, yeah, ich hab gelebt. Ich war auf dem Planet, hatte vieles zu erzählen, ist ein Riesenprivileg. Und jetzt sterb ich, werd irgendwo beerdigt und komm sicher in die Hölle, denn ich war nicht immer ehrlich. Ja, yo, Mom, es tut mir leid, ich hab versprochen, nicht zu rasten. Du weißt doch, wie ich bin, ich lass so oft die Leute warten, deshalb wollte ich mich beeilen, dass ich zum Kochen wieder da bin. Und dann starr ich auf ne Eiche in einem Geschoss von einem Wagen. Vollmond, sieben. Crazy Lyrics aber auch, ne? Also crazy, also. Halleluja. Euro, drei Homies und ne Flasche billig Wodka auf dem Volvo. Ein ganz normaler Abend mit dem Boys. Und was damals so banal war, ist auf einmal von Bedeutung. Privatjet, hier oben ist es leise. Die Bande feiert wild meine Millionen und die Preise. Menschen werden Tiere wegen Drogen, bitte scheine. Ich war mittendrin daneben, aber irgendwie alleine. Seychelles, hier brennt ins Meer, türkise Wellen. Das hört man echt viel von von großen Künstlern, ne? Je größer die werden, desto öfter sagen die dieses von wegen, ich habe so viel gesehen oder ich habe so viele Leute um mir, aber trotzdem bin ich alleine. Deswegen, da sieht man einfach, scheißegal, was du für Anhänger hast oder was auch immer. Sollte immer aufpassen, was man, mit wem man sich umgibt. Und manchmal ist es aber auch gut, alleine zu sein. Ich mach ein Foto, das ist das Schönste der Welt. Sieh ihre Haare auf dem Moped ohne Helm. Und die feuerrote Sonne kracht in Slow-Mo in die Wellen. Ach, ich flieg, wir bleiben Silvester in Paris. Und dein Lächeln brannte sich in mein Gedächtnis, als du schläfst. Und ich verspreche mir, ich vergesse dich wirklich nie. Hab genug von random Bitches und den Nächten in Berlin. Ich bin da, ich seh es dir klar. Meine Geburt und Mama lächelt unter Tränen, hält mich fest. Und mein Gott ist mir wahr. Hab endlichen Zahn, vier Kinder grinsen um die Wette, jede Frau als Kassette. Im Kram, Daddy, okay, ich kann fahren. Und Mädchen find ich ätzend, doch ich lande mit 16 mit Jessie im Bett und verspreche sie zu retten. Doch brech ich ja dessen nach etlichen heftigen Nächten direkt vor dem Essen ihr Herz. Ich hoffe, es schmeckt.
Alter, was der da schon wieder auspackt, ne? Also, die Stimme fand ich geil, aber war ein bisschen sehr viel jetzt am Ende. Das ist schick, athletischer Schnitt, so böse, aber edel und schlicht. Und jeder Sitz wird lederbestickt. Ich fass ihn an, schließ die Augen und fahr gegen den Strich. Und ja, Mann, ich erinnere mich noch gut. Damals schon im Rover, wie Gewinner durch die Hood. Ich bin auf der Rückbank, alles down von dem Kurs. Es ist Sommer und der Bass drückt durch den Bauch in die Brust. Ich hab übertrieben Lust und fühle, dass es muss. Fick auf alle anderen, Mann, die lügen wie gedruckt. Die Hälfte meiner Jugend nur in Zügen und im Bus war am Üben. Doch ich wollte nie auf Bühnen, dass ich stirb. Die Zeit verging so schnell, wohin mit all dem Geld? Fünf Sterne. Warte. Üben wie gedruckt. Die Hälfte meiner Jugend nur in Zügen und im Bus war am Üben. Doch ich wollte nie auf Bühnen, dass ich stirb. So würde ich hier wahrscheinlich auch ein Artist sein, wenn ich Musik machen könnte, wie auch immer. Ich würde einfach Musik machen, zum Üben, zum geil anhören, dass jeder sich das anhören kann, aber Bühne ist ganz tabu bei mir. Aber das ist Schluss. Die Zeit verging so schnell, wohin mit all dem Geld? 5-Sterne-Hotels und vernünftig bestellt. Und ich hab ständig nur Rekorde gebrochen. Und Gott verdammte Scheiße, ich bin in den Orbit geschossen. Ich kann gehen. Verdient. Ich hab alles gesehen, denn ich hab all die Motherfucker, die mich immer wieder schaffen wollten. Einfach verschickt, hab mich verloren. Ich hab mich gelebt und wenn das hier die letzte Nachricht von mir wäre, würde ich sagen, ich hab's vor euch gesehen. It's Friday, 37 Grad heute. Send me a sign. Send me a sign. Ist der ganze Shit nochmal von vorne? Das ist aber Unendlichkeit, oder nicht? Boah, ich krieg so Gänsehaut bei diesem Song, ne? Alter. Da hab ich zum Ende hin doch noch Gänsehaut gekriegt. Leck mich am Arsch. Ja, dann kann ich jetzt schon mal sagen, heute werden wieder, oder ich meine, Sonntag gab es aus Versehen zwei Videos. Eigentlich sollte Sonntag und Montag sein. Heute, was haben wir denn? Dienstag? Mittwoch? Keine Ahnung. Heute gibt es auf jeden Fall zwei Videos. Auf jeden Fall Baum und Unendlichkeit, weil das hängt ja wohl zusammen. Ja. Komischer Schnitt, wie gesagt, vom Video. Vielleicht werde ich mir das nochmal auf Spotify geben müssen. Soundmäßig war das nicht meins. Also, wie gesagt, ihr wisst ja, dass ich keinen Rap mag. Was heißt kein Rap mag? Sondern einfach diesen deutsch-rap-mäßigen Sprachgesang-Rap, den richtigen Rap, sag ich mal, feiere ich nicht so. Gerade jetzt auch hier war es nicht so extrem geil. Beat war, ja, ganz gut. Fand die Message aber, oder so dieses, ja, was heißt Message? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe den Song noch nicht mal richtig verstanden. Einfach mit, also ich verbinde das ja dann gleich immer mit dem Video. So von wegen, also, ja, das ist so krass, ne? Also Real Talk, ich denke darüber nach und ich kapiere es einfach nicht so wirklich, diesen Song dahinter. Vielleicht muss ich das nochmal hören. Also werde ich so oder so nochmal hören, die Spotify-Version. Aber also irgendwie ist das so mit diesem Video, zack, dass er gegen diesen Baum knallt oder knallen wird. Dass sein, also ich verstehe das so,
dass er gegen diesen Baum knallt, so die das ganze Leben gelebt hat, dieses junge Leben, diesen Pandamasken-Crow, sag ich mal. Das ist also so jetzt auch, da ich ja weiß, dass es ja nicht mehr diesen Pandamasken-Crow gibt. Dass er dagegen geknallt ist und dann so das als Abschluss für sein bisheriges Image, sag ich mal, ist. Für seinen bisherigen, oder das Leben davor, sag ich mal, kannst du sagen. Also so diese Kindheit, die ersten Songs gemacht, groß geworden, auf Stages gegangen und so, dass er da so diesen Cut gemacht hat und jetzt so diesen neuen Weg gehen will. So habe ich das irgendwie verstanden. Aber das kann natürlich voll der Scheiß sein. Aber ich finde aber auch irgendwo sollte man immer, oder jeder hat andere Meinungen, andere Eingebungen, wie ein Song auf jemanden wirkt. Aber nichtsdestotrotz würde es mich freuen, wenn ihr mir so erzählen könntet, wie ihr das so seht, was der Song für euch bedeutet, wie der Song vielleicht sogar gemeint ist, weil ich es vielleicht falsch verstanden habe. Ja, das ist wirklich mal ein Song, wo ich jetzt mal mehr auf Lyrics geachtet habe. Einfach aus dem Grund, weil der Sound mir einfach nicht gefallen hat. Kann ich ja so offen und ehrlich zugeben. Ja. Bin sehr gespannt, was ihr hier drunter schreibt. Das nächste Video wird auf jeden Fall Unendlichkeit, auch wenn das hier in der Playlist irgendwas anderes, glaube ich, wäre. Oder der Song, der jetzt angeteasert wurde, falls es nicht Unendlichkeit ist, tut es mir leid, wenn es nicht ist. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hoffe, wir sehen uns wieder. Und damit vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.